Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute aus Brüssel. Mein Freund und ich sind gestern nach Brüssel gefahren. Wir kamen relativ spät an, da wir nach der Arbeit noch losfahren mussten. Und wir haben so 5 Stunden ungefähr gebraucht. Um 11 Uhr circa waren wir dann in Brüssel und mussten dann einfach noch 45 Minuten nach einem Parkplatz suchen. Das war katastrophal. Aber wir haben ein Parkhaus gefunden, was auch recht günstig ist. Wir bezahlen jetzt 16 Euro für 24 Stunden. Und ich dachte, ich verlinke euch das einfach mal in der Infobox, falls ihr einen Parkplatz braucht, ein Parkhaus. Und ja, ist relativ preiswert. Deswegen, vielleicht ist es in der Nähe eures Hotels, dann wäre das ja perfekt. Ja, wir sind aus einem ganz bestimmten Grund auch in Brüssel. Den werde ich euch später verraten. Wir werden jetzt als allererstes frühstücken gehen und dann hat mein Freund eine komplette Touri-Route gebastelt vorhin. Die werden wir dann ablaufen und uns ein bisschen was von Brüssel anschauen. Und ich nehme euch dabei mit und wünsche euch viel Spaß. Ja. Aber wird doch jetzt gerade besser. Bisschen Karotte? Komm, bisschen Karotte. Na gut. Schon sieht er auch schöner aus. Aber deiner ist immer noch schöner. Hast du zu Hause schon was getrunken? Auf dem Zimmer? Gut. Leute, wir sind jetzt beim Mannequin Piss. Die Leute stehen hier alle an für dieses kleine Würmchen da. Verrückt. Hätte ich gerne. Ja, aber guck dir das an, bitte. Mit dem Glas oder was? Ja, das brauchen wir. Für 33 Euro. Die kaufen wir meiner Mama. Die isst die doch nie. Die kaufen wir meiner Mama. Okay, aber auch morgen dann oder auf dem Rückweg nachher. Ich habe gelesen, dass man die hier auf jeden Fall in Belgien probieren soll. Wir müssen jetzt nur mal nachfragen, ob die auch vegetarisch sind. Also die sind auf jeden Fall vegetarisch, das heißt, wir werden die jetzt probieren. Wir müssen nur mal schauen, was wir nehmen. Die sind echt teuer. 4,90 Euro für 100 Gramm. So, wir haben jetzt für 2 Teile 1,55 Euro bezahlt. Und? Oh je. Was hat eine Füllung? Das ist eben flüssig. Ich habe schon was Besseres gegessen. Aber interessant ist es. So sieht das von innen aus. Geht so, ne? Nicht so lecker. Wir sind gerade auf der Suche nach einer Postkarte und hier gibt es einfach Postkarten aus Paris. Warum? Ich glaube, wir nehmen die hier. Die ist gut. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze, the emptiness had afforded just like a void. You
wollten eigentlich gerade in ein Kaufhaus gehen. Das heißt Centre de Poppy. Ich schreibe euch das mal hier hin, wie das eigentlich heißt. Aber online steht, es sei geöffnet. Im Endeffekt ist es aber gerade halb abgerissen. Also das Gebäude steht eigentlich nur noch halb da. Dementsprechend fällt das aus. Aber mein Schatz hat was richtig Geiles gefunden. Ein Laden, der heißt La Salle. Und da gibt es richtig fancy La Salle Bowls. Hoffentlich schmeckt es auch. Wir haben zwei Bowls. Und noch so ein Eistee. Ich bin gespannt. Sieht richtig cool aus. Also das war richtig lecker. Kann ich mir sehr, sehr, sehr empfehlen. Da, lass sein. Wir gucken jetzt nach einem anderen Einkaufszentrum. Wir haben auch einen gesehen auf dem Weg hierher. Wahrscheinlich laufen wir jetzt einfach da zurück. Wir brauchen nämlich noch eine Speicherkarte und was vom Drogeriemarkt. Okay, also wir laufen einfach erstmal zu diesem Einkaufszentrum, das wir gesehen haben. Und dann nochmal zum Mediamarkt, wenn es da keine Speicherkarten gibt. Ja? Mhm. Machen wir es so? Was? Wir laufen erst zu dem Einkaufszentrum, wo wir eben waren. Ja. Und dann, wenn es da keine Speicherkarten gibt, dann nochmal zum Mediamarkt extra. Okay. With pins and patches, we carry on our eyes from the ashes. I heal from your passion, my doubts are gone. Wir sind jetzt bei Quick und haben uns zwei vegetarische Burger bestellt. Ich bin super gespannt, wie die schmecken. Ich hoffe gut. Oh, wir haben überall Tomaten drauf, oder? Nee, das keine ist ja voll Tomaten. Der kleine Burger. Für 5 Euro alleine. Was ist das? Was ist das? Weil der so groß ist, kriegt er eine Halskrause. Auch keine Tomaten. Ja, die Burgerbrötchen fühlen sich gut an. Okay, dann hau rein. Welchen willst du zuerst? Ich nehme den großen, du hast den kleinen. Die sehen für mich einfach gleich aus. Ja. Oh ja, ein Gefühl. Alles gut. Das schmeckt wie echtes Fleisch. Das schmeckt aber schon krass nach Hühnchen. Ja. Ist ja wieder zu nah dran, da kannst du nicht finanzieren. Ich hab jetzt Angst. Raus. Wir bestellen es, damit es so schmeckt. Und wenn es so schmeckt, dann beschweren wir uns, gell? Weil ich dem nicht vertraue. Kannst du das noch? Ist das auf? Ich darf sowas einfach nicht kaufen. Ich kaufe ja auch keinen Nuggets mehr bei Burger King. Da ist immer eins dabei, was richtig. Eins, ne? 100 Pro. So, und jetzt chillen wir noch ein bisschen im Hotelzimmer, bevor wir gleich los müssen. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass wir aus einem bestimmten Grund hier sind. Und zwar haben wir Karten für Ed Sheeran. Da gehen wir jetzt gleich hin. Wir müssen mit den Öffentlichen so 45 Minuten fahren, ungefähr. Aber haben jetzt noch kurz Zeit, um uns ein bisschen auszuruhen und frisch zu machen, und dann nehmen wir die Öffentlichen zum Stadion. Ich bin echt gespannt. Es soll eine mega, mega coole Show sein. Die Erwartungen sind schon recht hoch.
wir haben mittlerweile den nächsten Morgen und ich dachte, ich gebe euch mal ein kleines Feedback zu dem Konzert gestern. Eins vorab, es war unglaublich geil. Also es war wirklich ein richtig gutes Konzert. Wir haben so gestrahlt und fanden das so faszinierend, was er dort geleistet hat. Und zwar ist es so, er hat so eine Loopstage, nennt sich das. Also er hat das halt erklärt, dass er wirklich jeden Sound, jedes Echo, jeden, keine Ahnung was, also wirklich egal was man in so einem Lied hört auf der Bühne, macht er alles komplett live. Also sagen wir mal zum Beispiel, er hat in dem Song ein Echo. Dann nimmt er am Anfang, bevor das Lied losgeht, kurz dieses Echo auf. Das wird dann irgendwo gespeichert. Und wenn dann dieses Echo im Song kommen muss, in Minute 2 irgendwas, dann drückt er auf einen Knopf und dann kommt dieses Echo. Also es ist nicht so, dass irgendetwas Playback ist. Er macht komplett jeden Soundeffekt live in dem Moment, wo er da auf der Bühne steht. Und das ist so krass. Er hat dann da so eine ganz große runde Bühne, die dreht sich und dann sind da so 4 Stationen gewesen, wo er dann immer hingerannt ist, um irgendwelche Knöpfe zu drücken, damit diese Soundeffekte kommen, die er genau in dem Moment vorher irgendwie aufgenommen hat. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe und ob man das versteht, aber falls ihr das nicht versteht, vielleicht googelt ihr das mal, weil es ist so faszinierend, dass ein Mensch so talentiert sein kann und einfach alles komplett live alleine spielt. Das ist so krass. Und ja, dann gibt es aber auch so 2, 3 Lieder oder so, wo er dann wirklich eine Band komplett auf der Bühne stehen hat, weil er hat dann auch erklärt, dass es bei manchen Songs einfach nicht geht mit dieser Loopstage. Da braucht er dann doch die Band. Aber er hat das jahrelang komplett alleine gemacht, ohne Band. Zu Anfang noch, weil er kein Geld hatte und er halt alleine klarkommen musste. Und dann irgendwie aus Zeitmangel keine Band mehr organisieren konnte. Und dann hat er das dann auch alles alleine gemacht. Und dann dachte er sich, komm, es funktioniert, warum nicht weiter so machen. Aber es gibt jetzt mittlerweile so Songs, vor allem so Songs, wo er mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Da ist es meistens nicht so ganz gut möglich, das alles alleine zu machen. Aber ich fand das so faszinierend. Ich war wirklich so geflasht und die Stimmung war der Wahnsinn. Ich hatte auch mal Tränen in den Augen. Es war wirklich ein richtig schönes Konzert und ja, die 100 Euro pro Person haben sich sowas von rentiert. Also die sind es definitiv wert gewesen. Ja, und jetzt ist unser letzter voller Tag in Brüssel, bevor wir morgen nach Schottland fliegen. Da gibt es dann ein extra Video dazu. Und wir wollen jetzt heute noch ein paar typisch belgische Sachen probieren. Also Waffeln und Pommes und ja, nochmal ein bisschen durch die Stadt schlendern und dann war es das auch schon mit diesem Wochenendausflug. Ja, ich nehme euch mit, wenn wir jetzt die Sachen probieren und ja, los geht's!